Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. So, wir müssen hier auf jeden Fall mal gerade ein bisschen Schadensbehebung machen. Und zwar werden wir hier mal ein wenig die einzelnen Bahntrassen freiräumen. Damit hier wenigstens so ein bisschen der Straßenverkehr wieder fließen kann. Aber so wie ich das sehe, hat das ziemlich die Straßenbahn erwischt, ne? Diese Straßenbahn, wo geht die hin? Hat die sich nur hier getroffen? Oder gibt es hier noch immer irgendwo eine andere? Nee, ich glaube, die hat sich hier nur getroffen. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Okay, die Löscharbeiten starten auch gerade. Überall werden Rettungsarbeiten und Löscharbeiten durchgeführt. Das ist ein Bild des Grauens, meine Lieben. Wahnsinn. Unsere Luftstaffel ist hier im Einsatz. Ich muss mal ganz ehrlich Folgendes machen. Durch den donnernden Regen füllt sich hier auch langsam dieser Krater mit Frischwasser. Also es hat ja bisher ganz gut mal geregnet. Ja, jetzt nicht mehr so, aber es hatte bisher. Das muss auf jeden Fall da woanders hin. So. Da ist das schon der Regen ja im Übrigen auch. So, wir bauen die Antennenmaste wieder auf. Gestorbene Bürger 32, zerstörte Gebäude, ganz schön viel. Okay. Gut. Damit können wir arbeiten. Das ist okay. Hätte uns viel schlimmer treffen können. So, bauen wir das Ding hier jetzt mal. Angebunden, ja. Ist auch angebunden, okay. Dann werden wir Folgendes tun. Wir werden hier Bäume pflanzen. Um ihnen, wie soll ich sagen, dieser schrecklichen Katastrophe Genüge zu tun, wenn wir hier den Baumbestand erhöhen. Hier der Baumbestand erhöht werden. So.
Muss natürlich jetzt auch erstmal alles wieder ein bisschen... Ist das noch ein bisschen zu hoch, ha? Okay, aber es baut sich mittlerweile alles doch wieder relativ sauber auf. Ich bin da total begeistert. Hier müssen wir auch nochmal eine Straße upgraden. So. Geht das jetzt echt nur von da weg, oder was? Kann ich mit leben. Die Straßen sind jetzt auch alle im Eimer, fällt mir gerade so mal so auf. Wir müssen natürlich alles wieder aufbauen, weil jedes einzelne zerstörte Straßensegment, was hier ist, behindert uns natürlich auch irgendwo. Hier könnte man im Übrigen auch wieder neue Büros aufstellen. Ändert jetzt natürlich den Charakter dieser ganzen Strecke oder diesen ganzen Teilbereichs hier total, ne? Okay. Wie schaut's hier aus im Panda-Schutzzentrum? Alles okay. Wird schon wieder. Okay, das war der Teil. Jetzt back to the roots, quasi. Wir werden hier nochmal ganz kurz einen Teilbereich mehr hinzubauen. Mag unter anderem jetzt vielleicht auch daran liegen, dass dieser Bereich hier innerhalb der Stadt jetzt auch einfach viel, viel besser und viel größer werden wird. Zumindest sofern sich hier auch einfach neue Siedlungen aufbauen. Das geht relativ, sogar relativ sauber. Dann bauen wir gleich noch ein zweites dazu. Das ist ja ein reines Agrarentwicklungsviertel, wenn man so möchte. Habe ich jetzt eigentlich hier noch Sand zur Verfügung? Nee. Hier habe ich auch nichts mehr, oder? Also es schaut wieder Grütze aus, dann nicht. Yeah, bleib in deinem... Bleib da. Okay. Am Dreigestirnfelsen. Jetzt brauchen wir allerdings nochmal eine Kleinigkeit. Und zwar, wir werden hier diesen Bereich jetzt erstmal eben, wie gesagt, vergrößern. Der wird nochmal richtig groß werden. Das sind unsere Hillbillies hier. Sind die so hinterwäldlerisch? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier eigentlich erstmal so richtig Bock drauf hätten. Weltraumlift, na, das ist noch zu hoch für uns. Meteoritenpark, den finde ich, der wäre da drüben ordentlich angebracht. So, hier hin. Bam, ja, wunderschön. Aber ich wollte ja hier hinten auch noch mal was haben.
Eine Katastrophengedenkstätte. Und eine Klimaforschungsstation wäre hier eigentlich auch irgendwie geil. So hier irgendwo. Schaut das doof aus? Nö, es geht eigentlich. Was haben wir noch? Ein freundlicher Stadtpark. Gerne. Und ein Uhrenturm. So. Es wird natürlich jetzt noch ein bisschen Zeit brauchen, bis das alles aufwächst. Aber so im Großen und Ganzen? Das finde ich auch ganz toll. Schönes Ding. Schönes Mahnmal. Auch wenn das natürlich einen traurigen Hintergrund hat immer, ne? Cool. Okay, wir könnten jetzt natürlich Folgendes machen. Wir haben ja hier eine Bahnlinie unterirdisch. Das wäre noch eine Idee. Schauen, wo gehen die Bahnlinie hier, geht die RI hier raus? Ich weiß, noch bescheuerter kann man es eigentlich gar nicht bauen. Aber ich schaffe das. Ganz bestimmt sogar. Und dann machen wir Folgendes. Wir ziehen diese Haltestelle weiter bis hier hoch und machen hier nur eine Zwischenstation rein. So, da haben die nämlich auch den Anschluss. Jetzt müssen wir uns nur um den Strom kümmern, denn der ist jetzt hier natürlich auch ein bisschen abgehackt. Aber das ist ja nur eine Frage der Umverteilung hier. So, jetzt ist er wieder an. Und der fährt halt hier eben nicht den... Der braucht nicht so eine Steigungskontrolle, weil das sind ja nur Personenverkehrszüge. Bin ich jetzt mal übrigens sehr gespannt, wie das aussieht, wenn der hier rumfährt. Um den Schutzwall. Mal gucken, wie lange es dauert. Hier beklagt sich jemand über den Lärm, dann machen wir das anders. Dann wird das halt Gewerbe. Ich bin massivst gespannt, meine Lieben. Ja, jetzt kommt doch mal einer. Kommt hier schön rum, muss ein bisschen langsam fahren. Aber kann schon gut Gas geben hier auf der Strecke. Okay, der kommt. Sauber hier durch, jetzt müssten die Schranken zugehen. Gehen sie auch, wunderschön. Jetzt kommt er hier. Letzten Endes auch an. Hier warten noch tatsächlich zwei Leute. Die haben wahrscheinlich die Spätschicht hier gehabt. Steigen hier ein. Gucken wir mal. Fünf Leute. Wird besser. Dadurch kriegen die hier mehr Arbeitskräfte rein. Denn das ist ja immer so ein Manko gewesen. Nicht genügend Arbeiter hier in der Siedlung. Und das versuche ich jetzt damit natürlich eiskalt zu lösen. Hier könnte ich natürlich auch durchaus nochmal ein bisschen nachgeben und sagen, pass auf, du kriegst nochmal einen Zugang.
Wenn wir eh schon da sind. So, machen wir das mal so. Es sind hier einfach nochmal mehr Verkehrswege möglich. Es ist ja nur ein landwirtschaftlicher Bereich. Die meisten Fahrzeuge sollten eigentlich hier auf dem Weg hier runterfahren. Das tun nicht alle. Viele kreuzen hier auch in die Stadt rein. Liegt vielleicht auch daran, dass die hier auch Bedarf haben hier drüben. Jetzt die Frage, kriegen wir hier einen Verkehrsknoten her? Warte mal, das wäre eine passable Idee. Das wäre eine ganz passable Idee. Hier sind Gleise verlegt. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall so ein Gerät hier. Wir erhöhen hier die Durchlässigkeit dieser Straße mit, natürlich mit Tram, ja. Bauen das hier nochmal neu auf. Das ist jetzt alles nur das, ne? Nee, aber pass auf, dann machen wir Folgendes. So, machen wir das so. Ah, hier war noch irgendwo einer. Da. Gut. Das lassen wir so. Und dann mache ich das da. Und dann mache ich das da. Und dann sage ich... Spring. So. Okay. Gut. Jetzt haben wir das folgendermaßen. Wir haben das auf der einen Seite natürlich größer. Und jetzt sage ich, hier muss ein Frachtterminal noch irgendwie untergebracht werden. Ist natürlich blöd, dass wir hier nicht dran bauen können, weil das wäre hier an der Stelle total hilfreich. Eine Aufbereitungsanlage. Wie schaut unser Wasserstatus quo gerade aus? Die Abwasserklärung war nicht gut, das ist sie nie gewesen. Jetzt ist sie noch schlimmer. Haben wir nicht hier irgendwo noch einen Wasserzulauf? Ah, hier unten war der neue. Bauen noch drei Stück hier ran. Das kostet natürlich auch wieder Geld. Dafür reiße ich hier oben zwei weg. Das sind auch eh Dreckschleudern gewesen. Das heißt, da kommt auch weniger Dreck in unser in unsere Gefilde. So. Mal gucken, ob das unterirdisch funktioniert. Ja, tatsächlich. Pass auf. Ihr seht schon die Baukosten, ne? Mich im Übrigen erschrecken Baukosten in dem Ausmaß tatsächlich auch noch. So, dann muss der hier weg. Und der muss hier umgesetzt werden, damit ich hier anschließen kann. Na, das klappt jetzt nicht mehr. Schade eigentlich. Gut. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Strom mehr dran. Macht aber nichts. So. Guti, jetzt kann dieser Zug oder dieses Depot auch noch hier rüber abgeben. Das würde die Sache natürlich deutlich vereinfachen, weil die hier innen und nach rechts fahren dürfen. Insofern kriegen wir hier mehr Verkehr durch die Straßen. Hier natürlich nicht unbedingt, nicht zwingend, ja. Aber schon mal gar nicht so schlecht eigentlich, um das hier zu lösen. Wir gucken jetzt einfach mal. Hier verteilt sich das dann auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Was gut ist, ist, dass hier natürlich jetzt Züge reinkommen. Die sehen wir auch tatsächlich nicht mal, weil die hier wirklich alles unterirdisch abfahren. Und da bin ich jetzt verdammt gespannt, ob das einen Nutzen findet. Weil normalerweise, viele wollen ja tatsächlich auch hierher und wollen vielleicht auch wieder zurück. Dann müssen die hier nämlich nur einen Bogen fahren und können wieder rein. Und dafür aber hier den kompletten Stadtteil sauber anschließen. Wir gucken jetzt mal, wo willst du hin? Vielleicht einer, der will zum Güterzugbahnhof. Ja, da oben will er hin. Der hängt nicht mehr am Versorgungsnetz für Warmwasser. Achso, der hing ja nie dran. Dann
müssen wir natürlich noch anders machen, ne? So, dann machen wir hier ein Upgrade. Ist auch mal irgendwas schief gegangen, kann das sein? Aber sei es drum. Ist alles auch ziemlich durcheinander hier unten. Jetzt sollte es besser werden. Gut, 9 Grad hat es aktuell draußen. Soll uns aber noch nicht stören. Denn hier wacht ein neuer Tag auf und wirft seine ersten Strahlen durch die Dunkelheit. Das gefällt mir. Und wir sehen uns, meine Lieben, in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.